Das Grammar oder das Condor Duco in der kleinen Ausführung. Das sind zwei Haumesser, zwei Arbeitstiere, die ungefähr in der gleichen Preiskategorie unterwegs sind, auch in derselben Größe und im Gewicht. Und wenn du wissen willst, was die bessere Wahl ist, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rostow vom Survival Show Problemskunst, schön, dass du dabei bist. Da sind sie nun, diese zwei Messer, und die sind jetzt von der Idee her, von der Größe und von der Stärke und vom Gewicht her absolut gleich, also da gibt es sehr, sehr wenige Unterschiede, und da haben wir gedacht, da machen wir einen kleinen Vergleich. Kurz zum Messer, das ist mein Kramer, das habe ich seit Jahren. 2015. 2016, sowas in dem Bereich haben wir das gekauft. Ich weiß es nicht mehr genau, aber seitdem ist es ein treuer Begleiter und das hat schon sehr, sehr vieles gesehen. Und ja, ist meins. Und jetzt zu diesem Condor Duco in der Mini-Ausführung, das ist ein Parang. Das gibt es auch in einer längeren Ausführung, aber ich habe es eher in der Mini-Ausführung, wobei Mini halt ein bisschen ja, eine eigenartige Beschreibung dafür ist. Dieses Messer. Dieses Haumesser, das hat mir der Peter geliehen. Der Peter war bei mir am Survival Training hier in Niederösterreich und er hat mir das in die Hand gedrückt und gesagt, schau, ist mein geiles Messer und sowieso und überhaupt und wie findest du das und sowieso. Und als ich das erste Mal so in der Hand gehabt habe, ja, am Anfang weiß man ja nicht so genau, was bei so einem Messer dann rauskommt, ne? Aber muss ich sagen, wow, ich habe mir richtig meine Augen haben geleuchtet, wie ich das erste Mal damit gearbeitet habe. Also das gibt wirklich was her, ja, das haut wirklich her. Es hat ein paar Nachteile, da mag ich dann noch kurz dazukommen. Und der hat mir das geliehen und hat gesagt, nimm's mit, test ein bisschen, mach ein Video. Wenn auch du deine Ausrüstung bei mir hier im Test sehen willst, dann gebe ich da unten im Beschreibungstext einen Link. Da kannst du informieren, wie auch deine Ausrüstung bei mir in der Show sozusagen landet. Ich werde oft gefragt, Rainer, was für ein Messer würdest du mitnehmen, wenn du nur eines mitnehmen darfst und langfristig in der Wildnis bleiben musst? Also nicht nur 10 Minuten, sondern 10 Jahre. Nein. Dann war meine Antwort bis jetzt immer Skrammer. Ja, Skrammer. Und das liegt einfach daran, dass es extrem, extrem robust ist. Du sehr effektiv arbeiten kannst. Du kannst hacken, du kannst aber auch relativ feine Arbeiten machen. Der Griff ist sehr angenehm, wie ich meine. Geht auch bei Kälte. Ist sehr griffig. Es ist sicher gemacht. Du kannst, wenn du irgendwie zustichst, nicht abrutschen. Es ist einfach ein geniales Messer. Ja, es ist schier, hässlich, grausig. Wirklich eines der hässlichsten Messer auf der Welt wahrscheinlich. Aber sehr brauchbar. Ich habe noch die alte Version. Da habe ich mir hier den Klingenrücken anschleifen müssen für die Feuerstahlbedienung. Einige meiner Kunden, die bei meinen Survival Training sind, zum Beispiel der Reini aus Niederösterreich, hat sich jetzt vor kurzem eines gekauft, weil er es bei mir ausprobiert hat. Und da ist es jetzt schon angeschliffen. Also gut, so. Das ist hier grundsätzlich so. Also angeschliffen ist bei dem Condor der Klingenrücken auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr gut. Das geht komplett. Das ist, finde ich, sehr, sehr fein. Es gibt aber etwas, was mir bei diesem Condor am Wecker geht. Dazu komme ich aber noch. Aber was ich sehr, sehr gut finde, ist der Anschliff. Das ist ein balliger Anschliff. Ja? Ein balliger Anschliff. Auch sehr, sehr scharf. Ja? Alles in einem einen Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil. Ich bin ja kein Stahlexperte, das ist mir auch alles wurscht. Ja? Pfeife ich drauf. Also sage ich wieder Carbonstahl, Kohlenstoffstahl, ich weiß, es stimmt nicht. Aber hier zum Beispiel, da hat der Peter, der selbst ja damit gearbeitet hat, da zum Beispiel, da hat er eben wieder so einen kleinen Ausschlag gemacht. Ja, also, das ist halt, ich weiß nicht, das ist vielleicht ein Kondorleiden. Und ja, man kriegt es auch relativ schnell wieder scharf. Das ist alles okay und das passt gut. Was hier bei diesem Messertyp ein Problem ist, ist, wenn du wirklich stechen solltest, wer tut das? Ich meine, es würde ja in einer Kampfsituation sein, aber da wird man auch vorrutschen, das ist blöd. Du kannst es dafür relativ weit vorne, dann beginnt der Schliff erst da weit vorne, kannst du auch feine Arbeiten machen. Also das ist wirklich ein gutes Multitool. Was man nicht so gut taugt, das ist, dass der Griff relativ breit ist. Denn wenn ich das jetzt mit dem Skrammer vergleiche, schau mal her. Das Krammergriff ist deutlich dünner und dadurch meiner Meinung nach griffiger. Aber das liegt immer in der Hand des arbeitenden Menschen. Und mir taugt dieser Griff einfach mehr als der von dem Condor Duco. Aber das ist halt einfach Geschmackssache. Das ist einfach so. So siehst du, es ist kreisrund und hier ja, ist es
doch deutlich schlanker gemacht. Was hier jetzt auch gegeben ist, wenn ich da wirklich steche, dann habe ich da eben so dieses kleine Parierelement. Parierelement ist falsch, ist ja nicht zum Parieren da, aber du weißt schon, was ich meine, diesen Fingerschutz, das kann nicht passieren. Und was mir bei dem Messer auch besser taugt, ist, dass das hier Gummi ist oder Kunststoff. Jetzt wirst du sagen, boah, Kunststoff, pfui, gack, bläh. Gut, wenn ich buschkräftig unterwegs bin und so mit Bärenfellmützen und solchen Geschichten, dann ist das nicht natürlich, ja, standesgemäß. Und da ist wahrscheinlich ein Holzgriff, ich weiß nicht, das Nuss, das schaut irgendwie so nussig aus, oder auf jeden Fall ein sehr, sehr dunkles Holz, ja, dann ist das hier besser angepasst für diese Bedürfnisse. Aber es hat halt auch einen Nachteil, es ist sehr rutschig, es ist wirklich sehr rutschig. Und für die kalte Gebiete ist das nicht gemacht, und da muss man auch gleich dazu sagen, man muss fair bleiben. Ja? Das hier ist ein nordisches Messer, ja? Skrammer von Felsnür Glücksl aus Schweden, aus Finnland. Gebt da unten den Link übrigens, also schaut euch das an. Und das hier, das ist im Endeffekt ist ein Parang. Ja? Das heißt, das kommt aus dem Dschungel, aus dem Urwald, als Multitool dort eingesetzt. Die haben einfach andere Bedürfnisse und da ist das einfach alles total anders gemacht. So. Das muss man einfach einmal so festhalten. Ja? Also man muss da auch eine gewisse Fairness mitbringen, also wenn man das jetzt tut. Es liegt echt fein in der Hand, ich werde jetzt dann nachher auch ein bisschen arbeiten. Ich weiß, ich will nicht nur schwafeln. Du kannst hier jetzt mit dem Riemen sehr gut arbeiten, damit das schön in der Hand liegt. Also das ist alles fett super gemacht, das taugt mir. Ja, aber jetzt habe ich genug geplaudert. Let's go! Ja, bevor wir jetzt loslegen, noch etwas zur Scheide. Die Scheide vom Skrammer ist ja klumpert, wenn man so schön sagt. Ja, da gibt es zwar Lederscheide, die ist aber irrsinnig schwer und kacke. Also das ist auch klumpert einfach, ja, so ist meine Meinung dazu. Das ist halt beim Condor mit dieser schönen Lederscheide doch ein ganz, ganz klarer Pluspunkt für das Condor. Aber man kann halt nicht alles haben. So, dann noch etwas. Ja. Das hier ist ein balliger Anschliff, Condor. Balliger Anschliff und das hier ist halt so ein Scandi-Anschliff. Also man kann die zwei Sorten halt nur sehr bedingt miteinander, ja, miteinander vergleichen. So, mein Hakstock, und ich fess da jetzt mit voller Kraft rein, und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Skrammer deutlich tiefer ein Pferd in diesen Hackstock. Das geht gleich runter. Ja. Also das ist einmal ein Pluspunkt fürs Skrammer. Muss aber auch fair bleiben. Die Klinge ist hier gerade, das heißt, ich habe hier einen viel, also viel mehr Klinge steckt jetzt im Holz. Wenn ich jetzt das hier reinhack, ja, das steht dann da oben rauf, weil es eben gebogen ist. Aber das ist ganz einfach so. Aber das ist ja jetzt noch kein, so, mal aufpassen, das ist ja jetzt noch kein Kriterium. So, jetzt wollen wir mal mit dem Condor ein bisschen was hauen. Ist ja ein Haumesser. Ja? Wieder damit Kamerinenstatue schnitzen. Ja, also das kann schon was. So, okay. Jetzt nehmen wir das Skrammer her. Selbes Spiel. Also, na, noch einmal, vielleicht ist das Holz hier jetzt an der Stelle schon anders geworden. Schauen wir mal. Ja, macht das genauso. Na, geht genauso gut. Nein, nein. Also ich merke keinen Unterschied, ja. Es geht vielleicht ein bisschen tiefer rein, das Skrammer, und splittert das Holz nicht gleich so weg. Ja? Aber einfach so vom Kraftaufwand und was es dann kann, sehe ich jetzt einmal überhaupt keinen Unterschied. Es gibt aber einen kleinen Teil, aber den mag ich dann nicht so in gebückter Stellung zeigen oder besprechen, sondern ja, da machen wir jetzt eine kleine Blende.
Und der Punkt betrifft das Griffmaterial. Keines der beiden tut weh. Das ist wichtig. Es gibt ja immer wieder Messer, du schlägst und die Vibration geht dir bis in die Hand rein und du sagst, oh, ich kann das nicht lang tun. Das ist bei beiden einfach top. Aber das ist jetzt zumindest meine persönliche Einstellung und mein Gefühl, dass mir liegt das nicht so gut in der Hand. Aber das heißt nicht, dass das bei dir genauso sein muss. Ich kenne Leute, die wollen so fette, runde Wahnsinnsgriffe. Und dann, das kommt wahrscheinlich darauf an, ob man Riesenbratzen hat. Ich habe ja kleine Pipi-Diva-Hände, daher ist mir vielleicht der kleine Griff lieber. Aber das musst du einfach rausfinden. Jetzt so vom Arbeiten her, von der Kraft und vom Ergebnis sind sie beide einfach top. Da kenne ich wirklich keinen Unterschied. Und ich habe mit dem jetzt schon viel herumgespielt, also mit dem natürlich deutlich mehr, mit dem jetzt viel herumgespielt und ich kann jetzt keinen wirklichen negativen Punkt finden. Es ist auch nicht so, wie soll ich sagen, passiert wie bei dem Hudson Bay, war das Hudson Bay oder das Moonshiner oder irgendwas konnte, da habe ich einmal reinkackt und verkantet und ding, da gebe ich da den Link zu dem Video, das ist hier nicht der Fall, habe ich ja schon einiges gemacht damit, also das gibt es ja nicht, das liegt vielleicht auch daran, dass der ballige Anschliff hier doch deutlich robuster ausgeführt ist, aber vielleicht ist das auch einfach nur Glück. So, jetzt denke ich nach, ich meine, du merkst schon, dass ich nach den Worten suche. Wenn ich eins von den beiden mitnehmen müsste, wäre es noch immer das Krammer, aber nicht, weil das Condor nichts kann, sondern eben aufgrund des Griffs. Was positiv ist, ist, dass der Griff, wenn du hackst, wirklich schön in die Hand reinfällt. Das liegt an dieser Nase hier, da fällt dir das rein. Das ist hier nicht so stark der Fall, das muss man auch dazu sagen. Ja, das mit dem Riemen ist eine geniale Sache. Ja, das mit dem Riemen ist jetzt egal, mach es jetzt nicht nach, das geht hier nicht so gut. Ja, ja, der müsste größer sein. Nein, geht genauso wahrscheinlich. Habe ich noch nicht ausprobiert, also das ist auch nicht. Da habe ich eine bessere Scheide dabei. Die Scheide ist halt ein Murks bei denen. Trotzdem würde ich auf das Krammer vertrauen, weil ich da schon mehr Erfahrung habe als mit diesem Parang hier. Aber ja, ich will das nicht schlecht machen, überhaupt nicht. Und wenn du dich für das Teil interessiert, gebe ich da unten auch den Link auf Amazon, schau dir das an. Der Preis ist okay und wenn dir das anspricht, du machst sicherlich keinen Fehler, sofern du mit dem Handgriff hier zurechtkommst. Aber das ist ja der Vorteil bei Amazon, dass man das wieder zurückschicken kann, sollte es nicht taugen. Gut, das war's. Ich mag dich um einen Kommentar bitten. Ja? Hast du eines der beiden Messer oder hast du beide? Siehst du das auch so? Wie ist es dir lieber, Griff fett oder eher dünn? Erzähl uns ein bisschen was, das wäre sehr, sehr nett. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Ein Abo, Glocke drücken nicht vergessen für die neuen Videos. Links zu den Produkten findest du unten, ein paar andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut, dein René Rossmann und danke Peter, das kommt wieder retour zu dir. Hat mich gefreut, pfiat dich.